TV überregional für Sie unterwegs. Sehr verehrte Damen und Herren, bei TV überregional. Guten Tag, mein Name ist Norbert Henniker und ich bin der zweite Vorsitzende vom Stadtteilverein Altwiesloch. Sie haben hier jetzt eine Einweihung von einem Reisebrunnen. Man sieht auch die Mauer und man sieht den Bach. Was haben Sie gemacht? Auf Initiative von unserem ersten Vorsitzenden, Herr Peter Klein, haben die Altwieslocher Vereine, das heißt also die Altwieslocher Sänger, die Narren und natürlich der Stadtteilverein, haben also die alte Mauer von diesem Reisebrunnen, die baufällig war, abgerissen und wieder neu aufgebaut. Und wir haben Unterstützung bekommen von Wiesloch, vom Bauhof, die uns zum größten Teil, also oder eigentlich das Material und die Steine geliefert haben. Sie haben selbst Hand angelegt? Ich habe auch Hand angelegt, ja. Wie lange hat das Bauen, Umbauen und Neubauen gedauert? Da wir ja ein kleiner Verein sind und auch immer wieder andere Projekte haben, hat also die Bauzeit war dann 18 Monate. Das heißt auch nicht, wir haben jeden Tag, also wir haben nur Samstag und natürlich in der Urlaubszeit nicht, und also dann nur samstags. Aber insgesamt 18 Monate. War auch größer, also mehr Arbeit als erwartet. Wir haben nicht gedacht, dass wir die Mauer so weit abtragen müssen. Ja, genau, das war's. Was war vorher hier? Also hier war auch eine Mauer, die war aber leicht abgeschrägt. Und die war halt, wie gesagt, da waren schon, sind schon Bäume rausgewachsen, die war halt so stark einsturzgefährdet. Jetzt die Geschichte zum Reisebrunnen. Warum Reisebrunnen? Also hier hat mal eine Familie Reis gewohnt, soweit ich das weiß, genau. Und dann ist dann halt diese, das wird man später nochmal genau an der Tafel sehen, und eben nach dieser Familie Reis ist dann auch der Brunnen benannt worden. Und der Brunnen diente den Bürgern hier zum Überleben? Als Trinkwasserversorgung, ja. Da gab es anscheinend, da sieht man irgendwo noch so eine alte Halterung, da war auch nur eine Pumpe, da ist also regelrecht das Wasser gepumpt worden. Und wird gespeist von mehreren Quellen hier. Eine direkt unter der Straße, eine hier und eine hier in dem Nachbarnhaus, also von drei Quellen. Vielen herzlichen Dank. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vorsitzende der Altwieslocher Vereine, Stadtteilverein ist da, die Sänger sind da, die Narre sind vertreten und die AWL, Altwieslocher Lichte, ich vertrete. Also alle Wieslocher Vereine sind da und ich muss wirklich sagen, ich bin geblättet. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass so viele Leute da sind. Also alle Altwieslocher, die ich kenne, sind jetzt auch wirklich da, die engagiert sind, und das finde ich ganz toll. Ich hab, muss ich wirklich sagen, ich habe es bei der Kerwe schon gesagt, irgendwie ganz tolles Gefühl. Ich spüre, wie man Altwiesloch zusammenhält. Ich komme auch immer sehr gern her, weil ich werde dann auch vom Herrn Quiller dann immer informiert, kriege dann immer wieder, ich lerne immer was dazu, wenn ich nach Altwiesloch komme. Und was man wirklich auch sagen muss, wenn Sie
Sie sich alle mal in die Richtung umdrehen, Herr Quäler, haben Sie vollkommen recht. Jedes Haus ist gepflegt, trotz dieses vielen Verkehrs. Dadurch ist das eine super Straße mit gepflegten Häusern, wo ich dankbar wäre, wenn man es in anderen Straßen in Wiesloch auch so hätte. Darf ich gerade noch zu den Altwislocher Vereinen, haben wir einen vergessen, sind die Alevite, mit denen wir auch zusammenarbeiten eigentlich, wo wir auch Feste zusammen machen, aber jetzt mit dem Brunnen hat es halt nicht so geklappt, aber die wollen wir eigentlich auch erwähnen, weil wir, wie gesagt... Sehr gutes Stichwort, auch das fand ich gut, also wenn Oberfechte sind wirklich die Altwislocher Obervertreter, das ist richtig, dass du das sagst später, also auch das klappt mit der Integration. Ich freue mich, dass ich traue mich hier nicht zu sagen, Alt-OB, sagen wir ehemaliger OB, Franz Scheidhammer durch. Und das hat da wirklich ein guter Grund, weil ihm sind dieses Engagement ehrenamtlich natürlich schon an der Tatsache geschuldet, mir als Stadt, die halt schon von Natur aus klamm ist, sind wir sehr dankbar, wenn die Bürger selber die Initiative ergreifen. Und dann, ich weiß, das haben wir uns oft ausgetauscht, das ist ein wirklich wertvolles Gut, Franz, in Wiesloch, dass wir wirklich viele, viele Leute haben auf den verschiedensten Bereichen, die sich engagieren. Ich gucke jetzt an die Richtung, Rainer Kircher, der sich im Bereich Weinberger engagiert, aber auch ihr in Alt-Wiesloch, die sehr viel machen. Ich von der Kerbeseite vom Wetter verwöhnt gewesen, heute auch schon wieder. Also diese Wettergarantie gilt nicht nur für die Kernstadt Wiesloch, sondern gilt auch für Alt-Wiesloch. Kostet uns auch immer viel Geld. Ich weiß, es kostet viel Geld. Jetzt sind wir beim Geld. Die Maßnahme hat uns, die Stadt, wenig Geld gekostet und aber nur deshalb wenig Geld gekostet, weil ihr selber das Heft in die Hand genommen habt. Du hast mir danach gesagt gehabt, das war so ein bisschen typische Situation. Irgendjemand hat zu dir gesagt, Mensch, was macht ihr da? Das soll doch einfach die Stadt machen. Genau. Derjenige hat natürlich recht, das wäre eigentlich schon Aufgabe der Stadt. Und das muss man ganz klar sagen, aber nicht, weil das nicht wichtig wäre, es wäre bei der Priorität liegt, relativ weit unten gelegen. Und weil halt zunächst, wenn Löcher an der Straße sind, müssen halt erst die gepflegt werden. Und wenn, was weiß ich, Kabel verlegt werden müssen oder wenn Kanal kaputt ist, muss das gemacht werden. Und dann sind solche Maßnahmen, die genauso wichtig und sinnvoll und toll sind, die sind dann halt in der Priorität liegt ganz weit hin. Und insoweit sind wir da sehr, sehr glücklich, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, wir schreiben nicht nur Leserbriefe, wir schelten nicht nur, was alles schlecht ist, sondern wir nehmen selber das Heft in der Hand. Und ich habe mir, auch der Werner Goldschmidt hat mir das auch immer wieder gesagt, das ist schon harte körperliche Arbeit gewesen, also nicht gerade so ab und zu mal kommen und das Fechtbar ist das Wichtigste, sondern das ist wirklich harte Arbeit. Und für diese harte Arbeit danke ich euch recht herzlich. Und ja, absolut richtig. Ja, Leserbriefe, das war jetzt nicht auf Alt-Wiesloch gemünzt, sondern das sind diese, ich warte jetzt gerade einen Moment, bis die Biker vorbei sind. Leserbriefe waren nicht auf Alt-Wiesloch, habe ich eher das Empfinden, dass das Leute sind, die sagen, wir nehmen es in die Hand, so wie du, wir machen was. Andere Aktionen genauso, ich erinnere an die Baumpflanzung oben im Friedhof, auch generiere und hat man dann immer wieder gute Unterstützer, wie zum Beispiel der Pfarrer Enz, der dann eine Bank gestiftet hat. Also dann, wenn Leute was machen, gibt es immer andere, die dann noch was mit dazugeben. Ich gucke jetzt lieber zu meinem lieben Kollegen Uwe Gensler, auch unser Bauhof. Ich bin auf unseren Bauhof, unserer Gärtnerei unheimlich stolz. Mir wird diese Woche schon mal Aktionen gehabt. Ich sage es, ich schweife jetzt ein bisschen aus, aber ist mir irgendwo auch wichtig. Im Gymnasium haben wir Schüler, die Idee gehabt, da gibt es eine Projektgruppe, ein Außenklassezimmer zu machen. In einer anderen Stadt hätte man dann im Haushalt ein bisschen was eingesetzt und gesagt, das machen wir, das Klassezimmer. So ist ein Wiesloch halt leider Gottes nicht. Bei uns machen sich dann die Hochbauern, die Tiefbauer Gedanken und unseren Bauhof, da haben wir gute Handwerker, die dann auch immer wieder froh sind, wenn sie handwerklich was machen können, nicht gerade immer irgendwo was fliegen müssen, sondern die sind da wirklich unheimlich kreativ und die haben dieses Außenklassezimmer gemacht. Und Uwe, für das, die Arbeit hier, die ihr gemacht habt, das war auch harte Arbeit und für das, für das Außenklassezimmer will ich in dem Kreis auch nochmal sagen und für das, was ihr macht, herzlichen Dank. Sie wissen vielleicht, ich habe so einen Feuerwehrhintergrund, aber der Bauhof ist so für mich die zweite Feuerwehr in der Stadt, unser Gärtnerei. Ja, was Leute mit wenig Geld machen können, das ist für mich immer wieder faszinierend. Und wenn ich jetzt vergesse, Ludwig Hildebrand, wo steht er?
Da steht er. Wir müssen Altwiesloch auch stolz sein, dass wir jemanden wie ihn haben. Ein unheimlich toller geschichtlicher Hintergrund, ein unheimlich toller Hintergrund, was Archäologie, Geologie anbelangt. Und es ist ein Altwieslocher und das bekennt er, ist auch bei allen Veranstaltungen dabei. Und für mich auch ein ganz, ganz wichtiger, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Mitarbeiter, du bist Freischaffender, aber wirklich wenig. Und in Wiesloch hat man oft Themen mit Bergbau, mit Bodenbelastungen und eine kurze E-Mail. Und wir kommunizieren mit in der Nacht, kriege ich vom Ludwig relativ schnell dann irgendeine Einschätzung zurück. Ich danke auch den beiden Stadträten, der Stadträtin und dem Stadtrat, dass ihr die Belange von Altwiesloch toll vertreten tut und Altwiesloch wieder etwas mehr in den Fokus abbringt. Das ist eine ganz tolle Sache. So, wenn ich mir vergesse, die Gewerbetreibenden von Altwiesloch sind auch Frau Hecker, Frau Pulitz ich vertrete, Frau Mecher ich vertrete, der Herr Tarverdian ich vertrete, also auch die Gewerbetreibenden, viele, viele Gewerbetreibende, die auch ein Herz für ihren Stadtteil, für Altwiesloch und sich da immer wieder einbringen. Also auch dafür vielen, vielen Dank. Und ich denke, wenn wir auf dieser Ebene weitermachen, dann bringen wir Altwiesloch voran. Diese Verkehrsprobleme, die wir jetzt natürlich hautnah wieder erleben, die werden wir so schnell nicht lösen, da müssen wir ehrlich sein. Aber ich denke, vieles, an viele kleine Stellschrauben können wir drehen. Dreht ihr, bringt ihr euch selber ein und so bringen wir Altwiesloch voran. Dafür Ihnen alle recht herzlichen Dank. Machen Sie weiter so. Diese Berichterstattung wird Ihnen präsentiert durch... Mein Name ist Ulrike Aul, ich bin die Geschäftsführerin hier im Autohaus Wagner. Außerdem bin ich besonders stolz, jetzt gerade ins Unternehmen eingetreten zu sein, weil wir haben eine Produktpalette, die gab es noch nie bei Ford. Wir haben vom Kleinwagen bis zum Transporter im Moment alles in der Produktlinie. Herzlich willkommen bei uns Istanbul Grillhaus. Liebe Gäste, hereinspazieren. Allem und scharf? Genau, wir machen jede 3 Stunden einmal frisches Brot. Unser Fleisch ist auch jeden Morgen frisch. Kunde ist für uns der König. Einmal essen, dann wissen Sie, wie es schmeckt. Ja, ich möchte jetzt keine großen Reden halten, aber es liegt mir ganz arg am Herzen, mich bei allen, wirklich bei allen, die uns geholfen haben, die das ermöglicht haben, dass der Brunnen ist, die Steine gespendet haben, der Bauhof, der uns ganz arg unterstützt hat, auch die Stadtverwaltung, bei denen allen möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken. Und ja, mehr habe ich nicht dazu jetzt zu sagen. Und jetzt könnte man eigentlich das Schild enthüllen. Das steht hier zu. So. Ich bin noch klein, aber ja, ich bin noch klein. Du das mir ins Altwiesloch geht, das du. Moment, halt einfach. Wenn wir schon alle zusammen sind, wollte ich noch auf eins hinweisen. Und zwar unser Vespa am 10. Oktober. Treffen vor Wimmers Landwirtschaft. Oder Rainer sagt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, stammt die Schwarzloch, Entschuldigung. Kein Problem. Bauhof hat recht, ist, hat Sicherheit schon. Ohne. Der Stammtisch Waschner hat sich Gedanken gemacht, wie kann man Gemeinsamkeit auch was machen. Wir fangen das ja mal an. Und zwar mit einem Stammtisch Waschner, Vespa.
War noch Stammtisch, Fischbar, hat das verstanden? Ja. Jawohl, also in den Weinbergen, und zwar am 10. Oktober, beginnen wir um 16 Uhr, die wo laufen wollen. Wir haben 5 Stationen in den Weinbergen und eine Richtung über die ganze Situation, Obst- und Weinbau, mit musikalischer Umrahmung. Und die, die nicht laufen können, treffen sich um 18 Uhr bei Swimmers. Und da ist alles vorbereitet. Wir wollen offiziell das Fischbar um 18 Uhr eröffnen. Und aber wie gesagt, wichtig ist, dass der, der interessiert ist, sich auch dementsprechend auch anmeldet, dass der Wimmer weiß, wie viele Leute das kommen. Es sind etliche Überraschungen dabei. Lasst euch überraschen, und ich wünsche weiterhin im Stadtpfannenverein weiteren Aktivitäten. Und wenn wir uns gemeinsam brauchen, helfen wir uns gemeinsam. Ich will gerade noch erwähnen, wir haben jetzt auch die Wissloch hören, sehen und genießen fertig. Wir haben jetzt im Gesamten 33 Stationen. Das geht von Frau Weiler über Alt-Wissloch nach Bayertal, Schadthausen, und habe noch ein Highlight, ein Dreiländereck, das werden wir am 10. Oktober sehen. 3 Gemeinden und Städte stellen sich vor, das ist Wissloch, Dielheim und Rauenberg in den Weinbergen. Und da können wir auch stolz sein. Warum? Der Sauer hat es vorhin erwähnt. Wenn wir Spender haben und wäre nicht glaubwürdig, würde man kurz Geld zusammenbringen, da sind wir stolz drauf. Wir wollen weiterhin die Aktivitäten, die wir angreifen oder anmachen, gemeinsam mit der Stadtverwaltung, Bauhof nicht vergessen. Ohne Bauhof ging nichts. Genau. Auch du musst auch glaubwürdig sein. Sind personell auch ein bisschen unterbesetzt. Deswegen hofft man, wünscht, dass eben manche politische Richtung stimmt, dass da noch irgendwie 1-2 Stellen geschaffen werden, die notwendig sind. Er hat die Handwerker erwähnt, und da ich tagtäglich oder öfters rauskomme, der Bauhof, kann ich das auch beurteilen. Der Bauhof hat jetzt eine Brücke gemacht über die Leinbach. In der Bergstraße muss man sagen, Hut ab, was die Rheinabteilung sich nicht geleistet hat, aber was sie da geleistet hat. Und da können wir schon stolz sein, solche Handwerker innerhalb unserer Stadt zu haben, beziehungsweise im Betrieb. Ich meine, andere Handwerker sind auch gut außerhalb, aber die sind ein bisschen teurer wie die im Bauhof. Okay? Ja. Ich glaube, wir haben uns verstanden. Ich bedanke mich noch einmal und hoffe und wünsche, dass die Abtei oder vielmehr der Stadtteil Alt-Wissloch sich vollzählig in der Aktion beteiligt. Sollte schlecht Wetter sein, ist auch der Plan B im Schieber drin. Es funktioniert. Nochmal vielen Dank. Zur Funktion von diesem Reisebrunnen, ja. Wenn es gewünscht ist, gerne. Also, dieser Reisebrunnen ist in mehrerer Hinsicht sehr interessant. Einmal natürlich historisch. Wo kommt der Name Reis her? Reise her, das war die Familie, die hier in diesem Gebäude gewohnt hat. Mich als Geologen fasziniert aber viel mehr, dass wir hier eine ganz, ganz seltene oder besondere Quelle haben, nämlich eine Verwerfungsquelle. Was ist das? Wir sehen, wir haben hier 4 Quellen, die liegen fast auf einer Linie. Und das ist eigentlich völlig unnatürlich. Aber was ist dahinter? Wir haben hier eine sogenannte Verwerfung, das heißt eine Verschiebung der Schichten. Die Schicht hier unten ist abgesackt, die ist hier stehen geblieben. Und aus ziemlich großer Tiefe kommt dann hier entlang dieser Verwerfung das Wasser von unten nach oben. Hat 2 Konsequenzen. Die eine ist nicht so schlimm, das Wasser ist wärmer als normal, 2 bis 3 Grad wärmer, friert also im Winter kaum ein. Wenn man aber weiß, dass bis 1908 hier das die Hauptquelle für Alt-Wissloch war, für Trinkwasser, und dass man weiß, dass die Arsengehalte durch den Bergbau und durch die Vererzung ziemlich hoch sind, ist das natürlich nicht ganz so schön, heute völlig ungefährlich, aber also vor über 100 Jahren, ich hätte das Wasser nicht trinken wollen. Aber die Alt-Wisslocher sind alt geworden, auch damals. Also insofern, vielleicht ist doch Arsen ein bisschen lebensverlängert. Danke. Ja, Ludwig, dir vielen, vielen Dank auch für deine Worte. Wie gesagt, Sie haben es aus dem kurzen Beitrag schon gehört, er ist ein Fachmann, und wir sind stolz, dass wir so jemanden in Wissloch haben. Wenn wir schon beim Lob sind, ich gucke jetzt vorne zu meiner Kollegin Nicola Bajor. Also sie haben die... Immer durch Sie auch ein Ohr ganz dicht an mir, wichtige Mitarbeiterin der Liegenschaften und ein großes Herz für Alt-Wissloch. Sie kennen sie, ich bin bei Ihrer Veranstaltung heute dabei. Also Sie ist ja, Sie müssen keine Angst haben, meine Sekretärin ist aus Schadthausen, soweit kommt Schadthausen nicht zu kurz. Und durch Frau Bajor, mir war mindestens einmal in der Woche ein Schurfix, ist ja Alt-Wissloch sehr nah bei mir. Also ihr an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank, auch für das ehrenamtliche Engagement in Alt-Wissloch.
So, und jetzt haben wir gesagt, Ade Werner will noch kurz. Ja, vielen Dank. So, meine Damen und Herren, wenn ich das Wort ergreife, dann ist natürlich ein Thema angestellt. Das heißt hier die Technik, das Ganze drumherum, dieser Wand. Die Wand hat natürlich gelitten, jahrelang, jahrzehntelang durch die Natur. Die Wand ist regelrecht durch Pflanzen, Bäume und so weiter auseinandergerissen worden. Und der Zustand war natürlich nicht mehr, dass man das gerade so lassen kann. Irgendwann wäre das ganze System ja zusammengebrochen und umgefallen. Und da hat man sich also hier doch Gedanken gemacht, was machen wir? War unser lieber Peter mit aktiv. Ja, und dann haben wir halt gesagt, gut, wir brechen ab. Und bei dem Abbrechen ist man natürlich immer weiter, immer tiefer gekommen, immer weiter gegangen und hat gemerkt, hier sind Schwachpunkte, hier sind immer mehr Schwachstellen, weil die Pflanze kommen ja von unten in die Wand rein. Und aus dem Grund sieht man ja auch, dass wir also hier in dem Bereich, also drei Viertel der Wand, sind wir also ganz bis runter, haben sie komplett abgerissen. Unser lieber Norbert war ja in der Anfangsphase, er ist ja kein Maurer, aber er hat uns gerade in der Anfangsphase, wo die schweren Steine hier zu entrümpeln waren, hochzubringen waren, war er sehr, sehr aktiv. Aber ich habe mir dann gesagt, und alles können wir nicht wegmachen. Ich habe ein bisschen noch einen kleinen Bestand, ich habe gesagt, den Bestand, den lassen wir. Wir finden da, wir können das irgendwie anpassen, integrieren. Und so haben wir es jetzt auch ausgeführt. Wir sehen noch den alten Putz, wie gesagt, da steht noch ein altes Stück. Dann war noch die Überlegung, dem ganzen System natürlich irgendwie eine Öffnung zu geben. Und bei unseren vielen Besuchen, wo wir Steine und so weiter ja gesucht haben, wir waren ja hier in der Bayertaler Straße, dann waren wir natürlich im Bauhof, haben den Bauhof abgesucht nach Möglichkeiten und da haben wir halt so Steine, wie wir es jetzt auch drin haben, von ehemaligen Gewölben. Die haben wir da gesehen und dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt, welche Maß geben wir dem System. Da haben wir so ein Meterstück, dann haben wir noch weiter gesucht, aber wir haben noch mehr so Meterstücke. Wir mussten also sehr wenig zuschneiden und so ist dann auch da unten das Fenster entstanden. Und ich glaube, das Fenster passt also sehr, sehr gut in das ganze System. Man hat einfach die Möglichkeit, man kann durchgucken, man sieht den Durchfluss dieses Brunnens, wie er dann weiterfließt, rüber Richtung Leimbach. Ja, was ist noch dann dabei gewesen? Ich meine, die vielen Tonnen Steine, die vielen Tonnen Beton, die wir hierher geschleppt haben, Sackware, das war schon ziemlich arbeitsintensiv. Und ja, dann haben wir noch ein kleines Handicap gehabt, das war natürlich unser lieber, wo ist er denn? Hier, unser lieber Eigentümer hier von dem Haus. Ja, der hat ja hier nebendran so ein kleiner Schuppen gehabt, war ein altes Holzdach. Das war natürlich nicht in Mitleidenschaft gezogen, aber es war schon ein bisschen marode. Gut, haben wir gesagt, dann bauen wir dem da noch eine Decke, eine richtige massive Decke dann hier rein. Und auf der Decke haben wir natürlich eine gute Basis gehabt, dann auch hier die Brüstung hochzuziehen, dass sie mindestens einen Meter, 1,10 Meter oder sowas haben wir angepeilt. Die Abdeckplatten, die mussten wir teilweise auch wieder am Bauhof raussuchen, weil wir die also nicht komplett hatten vom alten System. Vom alten System, das sieht man dann im tieferen Teil. Die drei haben wir da noch gut verwenden können. Oben war, glaube ich, dann gar keine Möglichkeit. Da haben wir also durchweg neue Abdeckplatten dann gebraucht. Ja, zum Schluss stand noch das Ausfugen, aber das haben wir auch relativ gut hingekriegt, glaube ich. Und so ist also hier dieses System, diese Wand entstanden zur Wasserqualität. Ich weiß selbst als Kind 50er Jahre, wir haben heiße Sommer gehabt, ja. Wir haben kein Wasser über das Wassersystem gehabt. Wir mussten also hier unser Wasser holen und das war eine ganz normale, natürliche Sache und deswegen finde ich es auch gut, dass man diesen Reisebrunnen nicht so irgendwie auf die falsche Schulter nimmt und so gerade so links liegen lässt.
gut ist. Ich meine, wenn er auch im Moment nicht so viel an Wasser führt, aber sagen wir mal, der Name schon allein, dass man den weiter behält. Und so haben wir jetzt also hier eine Renovierung durchgezogen mit viel, viel Schweiß, muss ich sagen. Und von meiner Seite natürlich auch Dank an alle, die es möglich gemacht haben, mitzuhelfen, weil mit 2, 3, wie wir als teilweise waren, geht es nicht. Da muss in so einem System müssen also mehrere Räte noch mit funktionieren. Das hat also ganz gut geklappt. Soweit von meiner Seite, so ein bisschen zur technischen Situation. Danke. Ja, Werner, vielen. Ja, genau. Werner, dir vielen Dank auch für die Ausführungen, die das jetzt deutlich gemacht haben, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Und wir können auch froh sein, jemand wie ihn als Baumensch, als Statiker zu haben, der diese Sachen natürlich danach so erfolgreich begleiten kann. Sehr gern gebe ich jetzt unserem Ex-OB das Wort. Ja. Ich denke, viel sagen darf man nicht mehr, weil die Menschen haben Durst, denke ich. Also ich muss sagen, wer den Brunnen vorher gesehen hat, der kann jetzt erst ermessen, was hier gemacht wurde, gell, was hier geleistet wurde. Ich bin mal samstags hierher gekommen, wo hier geschuftet wurde, mit Schweiß auf der Stirne. Und wenn man jetzt das Ergebnis sieht, dann kann man wirklich stolz sein und sich riesig freuen, dass hier ein Relikt aus unserer Vergangenheit wieder Leben gewonnen hat, besichtigt werden kann, auch von unserer Jugend besichtigt werden kann. Und viele, die vorbeikommen, fragen. Mich haben schon ein paar Leute gefragt, was ist denn da eigentlich? Dann habe ich gesagt, das war schon immer da, nur war es halt nicht so gepflegt, nicht so schön wie heute. Und heute hat es wieder eine Funktion, zwar nicht die, die es damals hatte, nämlich dass man hier sein Trinkwasser geholt hat, aber dass es hier Grundwasser gibt, das zur Verfügung steht und das für viele Jahrhunderte die einzige Möglichkeit war, zu Wasser zu kommen. Also auch von meiner Seite ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich habe mich gefreut, als ich gehört habe, dass Sie also dran gehen. Habe eigentlich gar nicht so richtig glauben können, dass das gelingen kann, aber jetzt bin ich also sehr froh, dass es also so weit gekommen ist. Dankeschön. Ein ganz kurzer Nachtrag, ich wurde darauf hingewiesen, hier im Gebäude sind auch die Ursprünge der Firma Franziski, Schuhfabrik, die meisten von uns noch kennen, zumindest vom Namen her. Hier sind also auch die Ursprünge. Ich denke, es bietet sich wirklich an, Fehler, vielleicht können wir mal was machen, so speziell, vielleicht auch zusammen im Stammtisch warst du noch, so speziell mal Themen Schwerpunkt Altwiesloch zu machen, weil ich denke, es gibt sehr vieles hier auch zu sehen und da muss man nicht hin am Berg halten. Ex-OB hat schon gesagt, jetzt haben wir alle Durst, wir lade sie alle ein in die Gaststätte Altwiesloch und irgendjemand wird es hoffentlich auch bezahlen. Genau. Wer als letztes drin bleibt. Vielleicht die Blume noch, dass auch die Blume hier aus der Nachbarschaft gegossen wird. Das ist auch ganz schön. Von voran. So, liebe Gäste, also nochmal herzlichen Dank, dass Sie uns heute so zahlreich besucht haben. Ich bin zum 5. Jahr, ich bin der Fredi aus Bayertal. Das ist schön viel Fleisch. Warum machen andere Dönerläden so wenig Fleisch? Also bei uns ist es so, wir geben das, was der Kunde auch bezahlt. Es ist auch eine Qualitätssache. Man darf nicht bei Fleisch sparen. Der Kunde muss es schmecken, den Fleisch, und nicht Stück für Stück zählen, sondern einfach schmecken. Und schon fertig. Bitte. Vielen herzlichen Dank für Ihr Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Werbung bei TV Überregional dauerhaft allen Bürgern zeigen.
TV überregional für Sie unterwegs.